Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! NRW ist Gastgeber zahlreicher Sportgroßereignisse. Allein in diesem Jahr oder zu Beginn dieses Jahres können wir uns freuen auf die Eishockey-WM, ein bisschen komische Jahreszeit für eine Eishockey-WM, aber im Mai in Köln und Paris. Und fast zeitgleich findet die Tischtennis-WM in Düsseldorf statt. Und auch alljährliche Highlights machen hier jedes Jahr gern wieder Station. Beispielsweise das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Mittlerweile wirklich ein sportliches Highlight im NRW-Sportkalender. Aber auch, wir sind auch wintersportlich aktiv, die Bob- und Skeleton-Weltcup in Winterberg. Und nicht zuletzt, Kollege Weske hat auf eines der Ereignisse schon hingewiesen, nicht zuletzt jedes Jahr der Düssel Cup hier in Düsseldorf oder auch der Come Together Cup in Köln. Denn auch die LSBTTI-Sportbewegung hat in Nordrhein-Westfalen mittlerweile eine lange Tradition. Und wer einmal auf den Wiesen vor dem Rhein-Energie-Stadion, Entschuldigung, Markus Weske, aber ich beziehe mich jetzt mal auf Köln, in Köln gewesen ist, der weiß, was Vielfalt im Sport heißt. Und das ist mittlerweile ein so großes Breitensportereignis, dass es aus dem sportlichen Kalender der Stadt Köln gar nicht mehr wegzudenken ist. Und nun bewirbt sich Düsseldorf um die Ausrichtung der Eurogames 2020. Und nach den erfolgreichen Gay Games, also den Weltspielen der LSBTTI-Sportbewegung in Köln im Jahr 2010, soll das zweite große schwul-lesbische und gleichzeitig auch große Breitensport-Event in NRW werden. Seit 1992, Markus Weske hat bereits darauf hingewiesen, gibt es die Eurogames, die durch die European Gay and Lesbian Sport Federation veranstaltet werden. Und neben dem sportlichen Motto, nämlich dass alle nach ihren eigenen Leistungsfähigkeiten und dem Streben nach den eigenen persönlichen Bestleistungen dort gemeinsam Sport treiben sollen, gibt es eben auch vier wichtige gesellschaftspolitische Aspekte: den Kampf gegen Diskriminierung aufgrund sexueller und oder geschlechtlicher Identität im Sport, die Förderung der Integration und Emanzipation von LSBTTI im Sport, die Ermöglichung und Unterstützung von LSBTTI-SportlerInnen beim Coming-out oder eben auch die Unterstützung von LSBTTI-Sportgruppen. Und dass die offene Teilhabe von LSBTTI am Sport leider auch heute noch keine Selbstverständlichkeit ist, dafür gibt es unglücklicherweise nach wie vor genügend Beispiele. Ich will nur mal daran erinnern, was wir für eine unwürdige Diskussion um die 800-Meter-Läuferin Kasta Semenya und ihre geschlechtliche Identität hatten. Und auch wenn wir uns den internationalen Sport anschauen, dann zeigt sich, dass leider allzu oft die internationalen Sportorganisationen mehr die homophoben Regime wie Russland oder wie Katar unterstützen, statt homosexuelle Athletinnen und Athleten und die Fans zu schützen. Ich erinnere nur mal daran, dass Sepp Blatter den Fußballfans, den homosexuellen Fußballfans, die nach Katar reisen wollen, wo Homosexualität unter Strafe steht, empfohlen hat, sie sollten das einfach nicht so offen zeigen. Ja, das ist leider immer noch traurige Realität im Umgang des internationalen Sports mit Diskriminierung. Und trotz aller positiven Entwicklungen, die wir auch in diesem Bereich haben, ist leider immer noch allzu oft der Schiedsrichter eine schwule Sau oder der Gegner schießt wie ein Mädchen. Und die Eurogames wollen ein Zeichen setzen für einen offenen Sport, für einen bunten Sport, für einen Sport wirklich für alle. Und sie wollen dabei keine Abschottung, aber sie wollen sehr wohl einen Raum schaffen, einen sportlichen Raum schaffen, in dem auch tatsächlich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt die Norm sind. Denn es ist normal, verschieden zu sein. Und NRW ist ein sportbegeistertes Land und NRW ist ein vielfältiges Land. Und deshalb glaube ich, ist NRW, ist Düsseldorf der ideale Ort für die Eurogames 2020. Und ich freue mich sehr, dass wir eine so breite Mehrheit für die Unterstützung der Bewerbung Düsseldorfs für die Eurogames haben. Ich hoffe sehr, dass die CDU sich auch noch entschließen kann, dem Antrag zumindest zuzustimmen, sodass wir von hier ein einstimmiges Signal aussenden können. Mit unserer Unterstützung könnt ihr rechnen. Wir drücken die Daumen. Und wenn es dann erfolgreich ist, wird sicherlich auch die Landesregierung das gerne unterstützen. Vielen Dank.